Stadt rot ist Beef angesagt. Die Schuld wird nicht nachgefragt, denn der Übeltäter heißt King Yong Gedena. Der denkt, er wäre so ne Wehrmacht, als ich euch zu dritt glatt platt machte, damit sozusagen Schachmatt sagte. Du weißt, wer fast alles am Boden lag, und das nur, weil ich Toben sag, dass ich nicht bete für Diktatoren, und das auch nicht übermorgen. Vor allem nicht für jemanden wie dich, denn du bist wie zwielig, hinterhältig. Die Existenz des Untergrunds beweist alleine deine Unvernunft. Keiner nimmt dich hier im Projekt ernst. Ich hoffe, dass du das im Endeffekt lernst. Seit langer Zeit herrscht er über Stadtrot, doch bald herrscht er über sein Kaputt. Denn ich aktiviere den Gomme-Mode, dann scheint wieder Sonne in Stadtrot. Viel zu lange regierst du nun, es fängt langsam an weh zu tun. Jeder scheint bald wieder frei zu sein, sagt der Monarchie hierbei goodbye. Du verweigerst uns das Wahlrecht, so langsam wird es zur Qual, echt, dich noch länger zu ertragen. Dafür müssen wir uns nun erstmal vertragen. Niemand mag ängstliche Diktatoren, genauso wie lächerliche Merkatoren. Du stellst dich da als Friedensstifter, doch machst Ärger wie sieben Winter. Du bist so klein wie Kim Jong-un, hör auf damit, sonst bringt er sich noch um. Denn sein Name wird gerade beschmutzt, dabei hatte er ihn doch eben geputzt. Hoffentlich sehen das deine Untertanen, dann gehörst du schon bald zu den Unbekannten. Letztendlich spürst du dann Einsamkeit, dann gehört deine Herrschaft der Vergangenheit. Seit langer Zeit herrscht er über Stadtrot, doch bald herrscht er über sein Kaputt. Denn ich aktiviere den Gomme-Mode, dann scheint wieder Sonne in Stadtrot. Viel zu lange regierst du nun, es fängt langsam an weh zu tun. Jeder scheint bald wieder frei zu sein, sagt der Monarchie hierbei goodbye. Yo Leute, das war auch schon der komplette Track. Ich hoffe mal, euch hat er gefallen. Ich möchte dazu sagen, natürlich habe ich den nur gemacht, weil ich die komplette Situation im Hero-Projekt so extrem gefeiert habe. Mit King Yong Gedena und den Untertanen. Also Leute, ich meine das natürlich nicht alles komplett ernst oder so. Ist alles nur Spaß. Das heißt, ich habe nichts gegen Dena oder sonst was. Also Leute, immer nur auf Spaßebene alles hier betrachten. Aber nun, ich möchte mich noch bedanken bei Sadik Beats für diesen hammergeilen Beat im Hintergrund. Hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen. Auf seinem Kanal findet ihr noch andere richtig coole Beats. Schaut bei ihm auf jeden Fall vorbei und lasst ihm doch gegebenenfalls, wenn euch seine Beats gefallen, auf jeden Fall ein Abo da. Und ich möchte mich bedanken bei Dreamzy, der mir auf jeden Fall sehr stark bei dem kompletten Rap geholfen hat. Schaut auch mal bei ihm auf jeden Fall vorbei, da er auch Minecraft-Videos macht, Tutorials rund um Redstone und auch immer Karten mal hier und da baut, die auch eigentlich richtig geil sind. Also schaut auch bei ihm vorbei. Und natürlich auch an alle, die Bilder gemalt haben für mich im Hintergrund, die im Hintergrund liefen. Da natürlich auch an euch. Vielen Dank. Zu allen Bildern in chronologischer Reihenfolge sind in der Beschreibung die dazugehörigen Kanallinks der Zeichner. Und ja, dann wäre es das an der Stelle. Ich hoffe mal, man sieht sich im nächsten Video wieder. Und tschö mit ö.